Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir und in diesem Video geht es darum, wie ihr euch einen eigenen Webserver erstellen könnt, beziehungsweise halt einen Platz, wo ihr eure eigene Internetseite reinstellen könnt. Wir benutzen dafür den Dienst beplaced.net und wir gehen auf diese Seite hier www.beplaced.net / Fragezeichen Location ist gleich Register. Und ich habe hier unten bei Benutzername schon mal was eingegeben. Allerdings mache ich das jetzt nochmal, und zwar OPLYT weiter. Dein gewählter Benutzername ist das hier. Dann gebe ich hier meine E-Mail-Adresse ein. So. Und dann noch ein Passwort. Hier nochmal. Und ich muss dann noch das eingeben, was hier unten steht. Groß- und Kleinschreibung ist dabei egal. So. Weiter. E-Mail-Adresse bereits benutzt. Okay. Das liegt daran, dass ich eben einen Versuch hatte, bei dem es nicht ganz geklappt hat. Dann nehme ich einfach mal diese Adresse hier, wieder das Passwort, wiederholen und den Code eingeben, weiter und ich klicke auf Anmeldung. Davor müsst ihr allerdings auf dieses Häkchen klicken und solltet natürlich die AGBs lesen. Anmeldung, vielen Dank für deine Anmeldung. Dann bekommt man eine E-Mail und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns gleich in meinem E-Mail-Postfach wieder. Willkommen bei WePlace, du bist nun offiziell registriert und so weiter. Dann müssen wir auf diesen Link hier klicken. Und dann kommen wir auf diese Seite, Registrierung abgeschlossen. Vielen Dank für deine Registrierung. Du kannst dich nun auf der Hauptseite einloggen. Und dann können wir hier und mit unserem Benutzernamen und unserem Passwort anmelden und sind dann auf unserer Verwaltungsseite. Und das soll es dann auch zu diesem Video gewesen sein, wie ihr dann tatsächlich was auf den Server drauf bekommt, also eure Webseite, das kommt dann im nächsten Video dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.